Ich hoffe, Sie hatten fröhliche Weihnachten und sind guten Mutes und gut gelaunt. Denn das müssen Sie schon fast sein, wenn man heute auf den DAX blickt. Dabei waren die Voraussetzungen gar nicht so übel. Amerika hatte gestern am deutschen zweiten Weihnachtsfeiertag, in Amerika war die Börse ja offen, aber ja durchaus positiv performt und es hält aktuell sogar noch an. Es ist also ein bisschen sonderbar, dass der amerikanische Markt gar nicht so schlecht dasteht, der deutsche aber gar nicht so toll. Denn sie brauchen viel Kraft, glauben Sie mir. Der Markt aktuell, er ist ziemlich schwach unterwegs. Ich habe das hier mal so ein bisschen eingezeichnet. Da sind viele Fibonacci-Levels hier auf diesem Niveau. Eigentlich, das nicht wundern, das ist jetzt auf Wochenbasis. Da sind wir nach unten durch. Der Index, die Kasse aktuell 10.409, bisschen höher. Also ganz niedrig aktuell und blöderweise unter diesem Bereich. Und der nächste fängt erst wieder knapp unterhalb der Zehntausender-Marke an. Das ist also mit Sicherheit nicht das, was man hören wollte, wenn es darum geht, hey, schaffen wir es, kriegen wir einen richtig schönen, tollen Markt. Vielleicht zum Jahreswechsel nochmal was Positives. Sieht nicht so doll aus. Also in Deutschland muss man ganz klar sagen, sieht das nach fallenden Märkten aus. Wir können mal auf den amerikanischen Index gucken. So sah das gestern noch aus. Ich weiß nicht, ob Sie es hier gut erkennen können, aber auf jeden Fall Schubrichtung nach oben. Hier auch Intraday 4 Stunden oder Stundenbasis. Schub nach oben, alles klasse. Im Gegensatz zu der steilen Abwärtsbewegung beste Chancen, dass das jetzt was nach oben wird. Und auch tatsächlich futuremäßig ist das eigentlich eine ganz hübsche Entwicklung, die wir hier jetzt haben. Das macht Mut, das macht Lust auf mehr. Vielleicht kann man da noch was draus bauen. Aktuell wäre das für uns für einen Einstieg noch zu wenig. Wir bräuchten ja runter, hoch, ein bisschen runter, bis in etwa diesen Bereich. Und dann könnte ich mir vorstellen, dann kann man den amerikanischen Markt wunderschön auf die Long-Seite auch fokussieren. Das heißt, da auf der Long-Seite unterwegs sein. Das ist beim DAX aktuell ja nicht ganz so schön. Wenn Sie sowas woanders auch noch suchen, dann haben wir heute im Trade des Tages etwas für Sie. Nämlich hier sehen Sie Crude Oil, also Rohöl, WTI, WTO, WTI natürlich, je nachdem, wie Sie es nennen wollen. Und da haben wir eine sehr schöne Schubbewegung nach oben. Aktuell A, B, C runter, sogar hier intern. Zack, dann A, B, C hoch und wieder schubmäßig nach unten. Und jetzt hängt es davon ab, brechen wir dieses Ding hier nach unten, wäre das eine Short-Möglichkeit. Gehen wir da drüber, wäre das eine Long-Möglichkeit. Aber was erzähle ich Ihnen? Gucken Sie sich das sehr, sehr gerne einfach mal an, was wir Ihnen an unseren konkreten Handelssignalen heute zum Trade des Tages vorschlagen. Vielleicht können Sie damit ja irgendetwas anfangen. Ansonsten heute Nachmittag, 15 Uhr gibt es, also 14:30 Uhr gibt es Arbeitsmarktdaten, 15 Uhr gibt es Zahlen zu den Neuhausverkäufen und um 16 Uhr gibt es nochmal Verbraucherstimmungsdaten. Da ist also durchaus noch ein bisschen Bewegungsmöglichkeiten drin und wir werden sehen, was der amerikanische Markt daraus macht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute toi toi toi. Wir sehen uns morgen wieder. Gucken Sie sich, wie gesagt, den Trade des Tages an. Vielleicht ist das gar nicht die schlechteste Idee. Ihnen alles Gute. Bis bald.